Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu TV Berlin Aktuell. Die Berliner sind mal wieder aufgerufen, abzustimmen, und zwar darüber, ob das Tempelhofer Feld bebaut werden soll. Mit über 185.000 gültigen Unterschriften ist das Volksbegehren Tempelhofer Feld nämlich erfolgreich. Jetzt kommt der Volksentscheid nach dem Willen der Bebauungsgegner am Tag der Europawahl am 25. Mai. Ildiko Bogner mit den Einzelheiten. Nun steht es fest, der Kampf um den Erhalt des Tempelhofer Feldes geht in die nächste Runde. Mit 185.328 gültigen Unterschriften schafft das Volksbegehren die Hürde zum Volksentscheid. 4 Monate lang sammelte die Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld Stimmen für den Erhalt des kompletten ehemaligen Flughafenareals als Park. Doch ging es bei der Auszählung auch mit rechten Dingen zu. Bei manchen Unterschriften fehlten vorgeschriebene Angaben, wie etwa das Geburtsdatum. Das hat dann nicht zur Ungültigkeit geführt, wenn nämlich die Person, die unterzeichnen wollte, eben anders identifiziert werden konnte, eben durch den Namen und durch die Wohnanschrift. Es kommt nach dem Abstimmungsgesetz seit 2008 auf die Identifizierbarkeit der unterzeichnenden Person an. Vor allem die Bewohner rund um das Tempelhofer Feld gaben ihre Unterschrift für den Erhalt des gesamten Feldes als Park. Dabei braucht die wachsende Stadt Berlin neue Wohnungen, und das nicht nur in den Außenbezirken. Der rot-schwarze Senat sieht in den Rändern des Tempelhofer Feldes eine ideale Fläche für Neubauten. Gleichzeitig sind wir mit der SPD auch völlig einer Meinung, dass es angemessen ist, die zentrale Freifläche unter einen dauerhaften Schutz zu stellen und auch dadurch deutlich zu machen, dass es nicht darum geht, Luxusvillen in die Mitte des Tempelhofer Feldes zu bauen, wie manch einer behauptet. Wir sind in einem Stadium der Planung, in dem wir den Dialog suchen. Wir sind in einem Stadium der Planung, in dem wir nach wie vor Veränderungen vornehmen können. Und darüber wollen wir in den nächsten Monaten mit den Berlinerinnen und Berlinern diskutieren. Die Opposition zeigt sich skeptisch, was die Pläne des Senats betrifft, bezahlbaren Wohnraum auf dem ehemaligen Flughafenareal zu errichten. Wir versprechen euch dort dann auch bezahlbares Wohnen, was dann für die SPD bedeutet ab 6 Euro. Naja, wer es hat, ne? Bezahlbar heißt, ich kann es zahlen. Da verstehe ich dann die Sorge, dass das dann eben zu einer Aufwertung des Gebiets führt, dass die Mieten im Kiez rundherum insgesamt steigen, dass dort Leute hinziehen, die eine schöne ruhige Ecke haben wollen und den Blick aufs Tempelhofer Feld. Das Tempelhofer Feld wird auch in den kommenden Monaten für Diskussionen sorgen, ob der Volksentscheid tatsächlich, wie von der Bürgerinitiative gefordert, am Tag der Europawahl im Mai stattfinden wird, ist noch unklar. Bei uns geht es hier jetzt weiter mit den Meldungen im Kurzüberblick. Knapp 3 Wochen nach den tödlichen Schüssen auf einen 46-jährigen Pankow hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Eine Spezialeinheit der Polizei nahm einen 49-Jährigen am Dienstagvormittag in Heinersdorf fest. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen Totschlags vor, wie die Polizei mitteilte. Der Verdächtige soll das Opfer am Abend des 9. Januar vor dessen Haus in Rosenthal mit mehreren Schüssen getötet haben. Die Polizei untersucht weiter die Hintergründe der Tat. Nach Medienberichten sollen private Motive eine Rolle spielen. Weitere Kurzmeldungen folgen hier jetzt im Filmüberblick. Der Berliner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki hat angesichts der Kälte zu besonderer Solidarität mit Obdachlosen aufgerufen. Dass niemand frieren muss und hoffentlich keiner erfriert, ist eine Aufgabe, die alle angeht, sagt er in einem Zeitungsinterview. Man solle selbst handeln, wenn man von Menschen wisse, die ohne Obdach seien oder in einer ungeheizten Wohnung lebten. Caritas und Diakonie sind in der Obdachlosenhilfe aktiv. Die Einrichtungen seien dankbar für Spenden, meinte Wölki weiter. Im Streit um den Schallschutz haben die Anwohner des neuen Hauptstadtflughafens nun auch in letzter Instanz Recht bekommen. Der Flughafen hat beim Einbau von Lärmschutzfenstern und Schalldämmung die Vorgaben aus der Planfeststellung systematisch verfehlt und muss nachbessern. Gegen dieses Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg ließ das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig keine Revision zu. Bürgerinitiativen hatten die Entscheidung zuvor publik gemacht. Der Flughafen hatte sein Schallschutzprogramm schon nach dem OVG-Urteil nachgebessert. Zum nächsten Thema. Ab der nächsten Woche wird der Winter in Berlin nicht mehr ganz so grau und trist sein. Denn dann werden Stars und Sternchen mit viel Glamour uns das Warten auf den Frühling etwas verkürzen. Doch 10 Tage Berlinale, die beginnt dann nämlich, bedeuten viel Arbeit für den Festivalleiter Dieter Koslik. Aber auch für unzählige Kinofans unter den Berlinern, wenn es zum Beispiel darum geht, Karten zu ergattern. Ina Buchholz über die Highlights der diesjährigen Berlinale.
Noch macht der Marlene-Dietrich-Platz einen ungastlichen Eindruck. Doch ab kommendem Dienstag wird hier der rote Teppich für die Stars der nunmehr 64. Berlinale ausgerollt. Darunter Catherine Deneuve, Uma Thurman, Bill Murray und Matt Damon. Doch damit beantwortet sich nicht die Frage aller Fragen. Kommt er oder kommt er nicht? Ich darf Ihnen verraten, dass das auch eigentlich die einzige Frage war, die bisher gestellt worden ist, zum diesen doch ungefähr 74 Pressemeldungen, die wir über Sie abgeworfen haben die letzten 3 Wochen. Wir haben, glaube ich, alles gemeldet, was es gibt, und wir haben uns überlegt, ob wir nur eine einzige Seite machen, wo drauf steht, er kommt. Die ganze Berlinale ist ein einziger G-Spot. Der Hollywood-Star wird auf der Berlinale seinen außer Konkurrenz laufenden Film Monuments Man vorstellen. Ein Thriller über Museumsleute, die im Zweiten Weltkrieg Kunstschätze vor den Nazis in Sicherheit bringen sollen. Rund 400 Filme werden vom 6. bis zum 16. Februar im Wettbewerb und in den Sektionen gezeigt. Und der Zoopalast als Berlinale Kino ist in diesem Jahr nach dem Umbau wieder mit dabei. Es ist ein wunderbares Kino wieder geworden. Und wir freuen uns, dass dort nicht nur Panorama, der Kurzfilm, spielt, sondern dass auch die zusätzlichen Generationen wieder spielen. Die Fans am roten Teppich des Berlinale-Palastes können sich in diesem Jahr auch über eine Neuerung freuen. Heiße Getränke sollen ihnen das Warten auf die Stars in der Kälte erleichtern. Schwansee ist ein Ballett nach der Musik von Tschaikowski. Es ist weltbekannt und gehört in jedes Repertoire einer klassischen Tanzcompany. Schwansee ist ein Garant für volle Ränge. Spannend wird es allerdings dann, wenn das Ballett zusammen mit Streetdance ganz neu interpretiert wird. Ildiko Bogner zeigt Ihnen, wie das aussehen kann. Schwanensee, der Inbegriff des Balletts, ist kaum wiederzuerkennen. Aus dem klassischen Stoff wurde ein modernes Tanztheater, eine Streetdance-Show mit rasanten Choreografien und akrobatischen Elementen. Swan Lake Reloaded transportiert die berühmte Geschichte um den weißen und den schwarzen Schwan in unsere Zeit und will sie für den Zuschauer von heute begreiflich machen. Auch wenn ich mir das Ballett angucke, ist nicht alles klar und es ist schwer, der Handlung zu folgen. Ich wollte die Geschichte in einen modernen Kontext bringen, damit man einen Zugang dazu findet. Trotzdem sollte es ein Märchen bleiben, denn Märchen sind etwas Wunderschönes. Es geht um Liebe und den Verlust von Liebe. Die Liebe zwischen Prinz Siegfried und der in einen Schwan verwandelten Prinzessin Odette ist Kern der Inszenierung. Doch ansonsten erhält der klassische Stoff einen radikalen Neuanstrich. Die Schwäne sind heroinabhängige Prostituierte, die von Rotbart, einem Zuhälter und Drogendealer, mit Stoff versorgt werden. Der böse Bann Rotbarts kann nur durch die Liebe zwischen Odette und Prinz Siegfried gebrochen werden. In Swan Lake Reloaded trifft Tschaikowskis Meisterwerk auf Elektromusik und moderne Songs. Auch der berühmte Tanz der 4 kleinen Schwäne hat nicht mehr viel mit klassischem Ballett zu tun. Ob Rotbarts böser Zauber gebrochen wird und ob die Liebenden ihr Glück finden, können Sie vom 25. Februar bis zum 2. März im Admiralspalast erleben. Und damit sind wir schon beim Wetter. Der Winter hat ja jetzt die Hauptstadt fest im Griff. Aber seien wir ehrlich, die Temperaturen sind eigentlich wieder ganz erträglich. Jetzt wird eher das Matschwetter zum Problem für uns Berliner. Wie es genau mit dem Wetter weitergeht, erfahren Sie natürlich hier bei uns. Die genauen Aussichten folgen gleich. In der kommenden Nacht wird es dicht bewölkt sein. In den Morgenstunden muss mit leichten Schneeschauern gerechnet werden. Die Tiefstwerte fallen auf -7 Grad. Der Mittwoch zeigt sich bedeckt und nur gebietsweise lockert die Wolkendecke etwas auf. Mit viel Sonne dürfen wir aber nicht rechnen. Auch in den Abendstunden gibt es dann wieder Schnee. Die Tageshöchstwerte liegen nur bei -6 Grad.
Aussichten für die kommenden Tage, es bleibt größtenteils wolkig. Am Freitag kann sich hin und wieder mal die Sonne zeigen, es bleibt aber trocken. Insgesamt steigen die Temperaturen wieder etwas an und liegen bei Werten von -3 bis +2 Grad. Das war das Neueste aus der TV Berlin Nachrichtenredaktion. Immer zur vollen Stunde erfahren Sie hier bei uns alles Wissenswerte aus der Stadt. Sonst finden Sie natürlich auch interessante Dinge unter www.tvb.de oder auf unserem YouTube-Channel. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen wie immer jetzt viel Spaß noch bei uns im Programm.